Herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Folge von Patricia 4 mit dem Felix. Moin moin. Moin. Ah, ich bin doch mal nicht vaccinieren. Nein, heute nicht. So, da hast du. Alter, produziert doch verdammt nochmal mehr Holz. Das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, wir sparen jetzt Geld bis zum Gehtnichtmehr. Ich brauche jetzt keine Gebäude mehr, nur die, die fertig werden. Und holen jetzt massiv Geld ran. Und das investieren wir dann komplett in Holz. Okay. Es hat keiner, wirklich niemand hat hier Holz. Wirklich, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, mache ich eine lange Tour. Ich fahre mal die Ostsee-Tour und gucke mal, ob ich da Holz dann bekomme. Dass unsere, das klingt nach einer guten Idee. ja, dann werden wenigstens mal unsere beiden Gebäude, die in London noch im Bau sind, und unser Gebäude, was in Köln noch im Bau ist, endlich gebaut. Nur wie gesagt, 107 Holz, 240 Baumaterialien in Köln und 108 Holz und 240 Baumaterialien in London. Obwohl die Baumaterialien ich da schon massenhaft drüber geschippert habe. Ja. Achso, wie sieht das aus mit Tuch? Haben wir noch. Wollen wir jetzt in Edinburgh oder Scarborough? Ja, dann. Es ist eigentlich beides gleich. Dann würde ich eher Scarborough nehmen. Weil da haben wir noch gute Chancen, eigentlich da Power zu machen. Wispy hat kein Holz. Okay, ab nach Stockholm. Dein Schiff ist voll. Wie hast du das denn gekriegt? Ja, da liegt nur immer noch so viel. Mein Schiff ist gar nicht voll, Lügner. Was hast du verkauft? Ja, Fleisch. Okay. Hast du noch mehr in der Hütte oder was? Noch habe ich Platz, noch. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Da liegt immer noch was. Was verkaufst du denn in London? Ja, guck doch mal, wir haben hier für absoluten Passeurspreis alles hier gefühlt drin, was wir schon verkaufen können. Oh, Alter, du hast jetzt nicht die Baumaterialien verkauft, die für Dings waren, oder? Für Köln. Nö, Baumaterialien habe ich gar nicht verkauft, nö. Ah, sehr gut. Außer Baumaterialien 10 als Wolle. Aber Wolle ist hier für 84 drin und viel mehr kriegen wir bei den anderen auch nicht. Ja, aber guck mal, die haben 559 Wolle. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen mehr ausbauen. Wir müssen viel mehr ausbauen. Und dafür brauchen wir halt Holz. Hier ist auch kein Holz. Ja, die produzieren alle in Massen Holz. Wir bauen uns selbst wieder. Wie lange brauchen wir unser Schiff noch? 6. März. Das ist ja dann noch richtig lange. Ja, bis dahin müssen wir halt in Scarborough halt die Prozente hochbekommen, ne?
Und das wirklich massiv. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe tatsächlich 50 Holz bekommen in Reval. Das glaube ich dir nicht. Auch nichts. Die haben einfach nichts. Das ist ja nichts zu verhassen. Das ist nicht wahr. Haben wir noch Tücher da? Beim Schiff sind noch 56. Ja, habe ich mal ausgedacht. Beim Schiff waren 56. Sehr gut. So, jetzt haben sie aber erstmal genug Baumaterial. Fehlt nur noch Holz. Neues Schiff in Folder. Konvoi bilden. Der Konvoi heißt jetzt Handelsroute. Du hast sicherlich schon bemerkt, dass man Gewürze im Hanseraum nicht herstellen kann. Diese Waren kommen auf dem Landweg über Thorn, Köln und Brügge aus dem Mittelmeer. Jetzt, da du Fernkaufmann geworden bist, kannst du aber auch einen Konvoi zum Mittelmeer schicken, um viel größere Mengen dieser Waren günstig einzukaufen. So, in London. Kannst du in der Zeit weitermachen, wenn ich die Handelsroute einstelle, oder geht das nicht? Doch, geht alles. Okay. Handelsroute. Kaufen anstatt. Du sollst das einladen in London, Ziege. Einladen von Kontor. Maximum. Genau. So, das heißt, du, was produzieren wir da noch? Getreide, ne? Ja. Getreide. Ja, eigentlich ist das nur die beiden Sachen, die wir halt einladen. So, in Köln. Ziegelsteine und Getreide.
Ziegelsteine und Getreide sollst du bitte Max, aber Ziegelsteine, für wie viel wollten wir die verkaufen? Für was stellen wir die her? Kannst du mal ganz kurz gucken? Was ist, wenn ich ein Schiff ausgebe? Stellen Sie. Was? Was wolltest du jetzt nochmal genau vom Preis wissen? Von? Getreide. 44. 44, das heißt, du darfst Getreide verkaufen zu 55. Ziegel? Ziegel sind 33. 33, dann darfst du Ziegel maximal verkaufen für. Für 55. Und du darfst ein Einladen von Kontor ausladen darfst du hier 0. So, in Köln darfst du ausladen, hier darfst du ausladen, maximal das. Und einladen. Und darfst du hier da 0. So, in Bergen. Das, das und das. Handelsmodus ausladen, Max. Kleidung, Preis? Kleidung gibt. Moment. Ah, nee, 500. 500 hat sie erledigt. Ausladen. Max, einladen. 0. Edinburgh. Ziegel. Getreide. Das. Ausladen. Da hast du Max, verkaufen anstatt, einladen da hast du nix. Achso, habe ich das hier auch, ausladen Max, verkaufen anstatt. Und in das Scarbüro, da hast du danach auch noch fahren und da hast Ziegel ausladen, Getreide ausladen und das ausladen, maximal und da hast nichts einkaufen. Konvoi reparieren, falls Zustand unter 85%, ja. Dann müsst ihr mein schon lange repariert werden, mein Schiff. Nee, das macht er jetzt automatisch. Speichern. Bearbeiten. Das da, das da. Nein, London ausladen darfst du nichts. Und einladen darfst du Max. Köln aus einladen nichts. Max. Aktivieren. So, unser erstes Handelsrouteschiff fährt. Ich vermute mal, dass das Schiff höchstwahrscheinlich demnächst. Oh, warte mal. Route bearbeiten.
Handel in London. Musst du hier noch Tuch einladen? Vermutlich. Tuch einladen, Max. Und in Köln. Tuch ausladen, Max, aber nicht, sondern nicht dahin, sondern ausladen im Kontor. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Das Schiff ist einfach mal komplett voll, nur mit Ziegeln. Ja, gut. Okay. Ich glaube, du solltest dann noch ein zweites Schiff aufsetzen. Oder ist es dein ganzes Schiff? Nee, das ist jetzt das neue Schiff, was einfach rausgekommen ist da. Wir müssen halt in den Konvoi vielleicht dann nochmal ein zweites Schiff mit dazu packen. Wenn wir dann mal Geld haben. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das dann ist, wie viel er jetzt da auslädt. Kriegen wir da eigentlich eine Benachrichtigung drüber? Eigentlich schon, ne? Hier schon, ja. So, der soll jetzt ja hier verkaufen für maximal 45. Oder? Keine Ahnung, was du eingestellt hast, also. Route bearbeiten, Handel. Köln, Ausland, Ziegel bis maximal 45. Okay, hat er dann jetzt gerade mal 90 Ziegel ausgeladen ungefähr. Okay. Und hat 30 Kleidung eingeladen. So, das heißt, es fährt auch hoch nach Bergen, verkauft da auch wiederum Ziegel. Ach, von Bergen. Ja, weil ich jetzt erstmal eingestellt habe, von London nach Köln, von Köln nach Bergen, von Bergen nach Edinburgh, von Edinburgh nach Saarbrücken und von Saarbrücken halt wieder zurück nach London. Wofür fahre ich gerade nach Bergen? Ups, von London nach Köln? Ja, keine Ahnung. So, genau, da verkauft er jetzt ja dann halt das Zeug für maximal 500. Och, ernsthaft, ey, Leute. Wir brauchen doch nur Holz. Ey, die meisten brauchen jetzt gar kein Holz mehr. Ja, trotzdem brauchen wir massiv Holz. Was hast du jetzt drin? Nix. War eigentlich Holz und Kutschiertour. Die meisten brauchen gar kein Holz mehr. Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Stettin, Flensburg, Visby, Stettin, aber keiner braucht mehr Holz. Ja, die offensichtlichen drei. Ich habe nichts gesagt von keiner, ich habe gesagt viele. So, guck mal, 2500 haben wir jetzt. Was mal passiert jetzt? Weg sind zu arm. Wie Pech brauchen wir nochmal? Okay, er hat einfach mal nichts im Bergen abgeladen. Wahrscheinlich ist da einfach zu viel oder alles zu teuer. In Minus.
Dann müssten wir vielleicht doch nochmal die Route anpassen, dass wir von London nach Brügge, nach Köln, nach Haarlem, nach Groningen, nach Bremen, nach Hamburg, nach Rieben und dann hoch nach Bergen. Dass das wirklich so eine ganze Rundreise macht. Alter, wir sind massive Minus. Ach, das ist dein Schiff. Wo ist mein Schiff? Ach, das ist da angekommen. Keine Ahnung, wo dein Schiff ist. Keine Chance, die haben hier nichts. So, 143 hat am Schiff, 14.400. Verkauft er was in Edinburgh? 14.000, ich bin immer gespannt. Ja, wenn du nicht Handelsfenster wirst. Oh ja, hat so gut wie alles verkauft. 27.000, okay. Ach, man sieht sogar auf der Karte, wie die Handelsroute ist. Okay, wir produzieren jetzt mit... Alter, wir haben... Was? Er hat aber gutes Geld gemacht. Nee, ich konnte nichts verkaufen. Kannst du bitte dreimal nach London fahren? Ah. Wir haben da mal 800 Ziegel, 700 Getreide, 200 Wolle, okay. 189 Tuch. Toll. Okay, die Handelsroute muss mal angepasst werden. Wir müssen ein bisschen öfter nach London. Route bearbeiten, Handel, London. Du musst jetzt ab sofort hier auch Wolle mitnehmen. Was macht man da noch? Getreide, Wolle, Tuch. Für was können wir, was ist Preis für Wolle? 50. Können die Eifel sich sogar schon in London verkaufen, weil bei London einfach mal 36 Gewinn machen würden? Ja, warte mal, ich mache Wolle wieder aus. Weil London momentan absolut viel Wolle braucht. So, er lädt ja einen Getreide-Dings und Tuch lädt er ja auch ein, theoretisch, wenn er Platz hätte. So. Ja. Handel. Von London nach Köln, von Köln.
So, einfach nur Ziegel, Getreide, Ziegel und Dings ausladen, ne? Getreide, Ziegel und Dings, genau. So, Rute bearbeiten. So, du fährst von London. Von London nach Brügge. Nach Brügge, nach Köln. London, Brügge, Köln. Köln, dann Haarlem, Groningen. Köln, Haarlem, Groningen. Von Groningen nach Bremen, Hamburg, Riepen. Von Bremen, Hamburg, Riepen. Von dort nach Bergen, Edinburgh, links. Und ausladen, verkaufen, so viel wie geht. Gut. Aber ich warte mal ganz kurz, bis du da bist. So, jetzt. Ich nehme mal das Tuch mit rüber und ein paar Baumaterialien nach Köln. Ich mache jetzt erstmal eine Tour Köln. Was? Der hat in Brügge einfach mal alles losgeworden. Der hat 52.000 auf einem Schlag gemacht. Ja, du brauchst jetzt gar nicht weiterzufahren. Du bist leer, Kollege. Ach, du ahnst es nicht. Das hätte ich gekriegt. Ja, der hat da die 20 Kleidung verkauft und 180 Baumaterial. Oder Ziegel. Einfach mal. So auf einen Schlag. Ja, dann lasse ich ihn jetzt wenigstens die Kleidung da in Köln liegen, sonst fängt er an zu weinen. So, in 11 Tagen ist der nächste Schneider fertig. Ich meine, wir produzieren das Zeug mittlerweile für 361. Normalerweise könnte er es auch deutlich unter 500 verkaufen. Eigentlich. So, jetzt Gilde, Mitgliedschaft. Wir brauchen in Scarborough ein Ansehen von 30%. Ja. Was verkaufst du in Scarborough gerade? 1000 Milliarden Honig? Nee, Weizen. Okay. Na gut, 1000 Milliarden war übertrieben, so viel krieg ich gar nicht rein. Okay, okay, okay. So, ich habe das Schiff voll mit Ziegeln, Getreide und Wolle. Voll. Das verkaufe ich jetzt auch in Scarborough. Okay, so viel Getreide wollen die gar nicht haben.
Zack, dann fahren wir mal nach Edinburgh hoch. Wo ist denn gerade unsere... Wieso fährst du jetzt wieder nach London zurück? War ich denn nach London? Nein, der Handelsfuzzi. Keine Ahnung. Weil er nichts mehr im Lager hat oder was? Also fährt er wieder nach London zurück, um wieder vollzuladen. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn er merkt, okay, er hat nichts mehr zum Verkaufen. Nur in London hast du auch nichts mehr. Das ist das Problem, Kollege. Oder kannst du in London noch was einladen? Ja, weniger. Doch, er ist voll. 200 Ziegel? Haben wir immer noch so viel Ziegel in London? Oh, wir haben immer noch 600 da. Alter Schwede, ey. Wir kommen nicht mehr ganz hinterher, die ganzen Ziegel zu verkaufen. Aber pass auf, jetzt ist ein Brügge. 90.000. Zahlt Brügge gut? Keine Ahnung, vielleicht. Brügge ist immer... Alter, Brügge hat die ganzen Ziegel, die er dahin geschafft hat, mal so eben verkauft gehabt. Da war er ja vor kurzem erst. Okay, jetzt hat er nur 70 losgeworden. Das heißt, Brügge ist jetzt endlich mal voll mit Ziegeln. Es kriegt sogar London, Köln mal wieder ein paar Ziegel ab. Okay, die sind aber auch voll mit Ziegeln. Ist gerade ziemlich viel los in London, wa? Oh, guck, bei 102.000 haben wir doch eine hohen Kante. Voll. So, wolle bitte Getreide ausladen, Ziegel einladen. Scarborough. Ich bin wieder voll. Ja. Mal gucken, was Scarborough noch alles braucht. Okay, Ziegel hat er komplett losgeworden. Nee, hat er nicht komplett losgeworden. Köln ist auch voll mit Ziegel. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich mir aus London mitnehmen soll. Ja, mach das Schiff mal voll mit Getreide und fahr mal Nordseetour rüber. Ja, du hättest auch das andere, ganz andere Scheiß mitnehmen können. Da sind nur 300 Ziegel. Hättest du jetzt das Schiff voll machen können. Ah, hätte Fahrradkette. So, was haben wir jetzt? 30% brauchen wir. 19% haben wir in Scarborough. Gut, gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge es hinbekommen. Ein Konto in Scarborough zu öffnen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.